Ah, siehst du, hier ist das Loch noch. Das andere ist wahrscheinlich zu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was haben wir denn an? Den haben wir an. Das müsste reichen. Die passt jetzt rein. Das passt auch rein. So. Auf geht's. So, plopp zu. Nein! Ist das wirklich zu? Lass mal eben schnell gucken. Weil dann finden wir den Eingang besser von da aus. Ja, ne? Guck, das ist weg. Ja. Komm schnell, bevor das auch noch weg ist hier. Hört ihr das? Eigentlich ist es noch gerade mitten in der Nacht. Ich hole dich mal wieder früher dazu, weil... Geräusche. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch was sehen könnt. Ich war gerade dabei, jetzt so ein bisschen... Ah, guck mal, direkt bei uns in der Nähe von der... Dann würden das die Pläne natürlich ändern. Ich habe jetzt gerade mal meine Feuerpatronenflinte weggelegt und die andere schon mal rausgeholt, weil die mit den Feuerpatronen, die brauchen wir ja eigentlich nicht unten in der... In der Grotte auf und fliegt da nicht so weit weg. Komm nochmal zurück und stürzt am besten direkt von meiner Base ab. Ja, wenn der jetzt irgendwo abstürzt, wo man weiß, wo das ist und nicht gerade hoch, hoch in den Bergen, dann machen wir das, ne? Ihr seht ja, wenn der in den schwarzen Flecken der Map fliegt, sieht man nichts. Auch wenn der da abstürzt, dann ja, bringt das alles gar nichts. Ja, ja, erstmal begrüßen. Ne? Willkommen zurück zu Let's Play Subsistence bei uns hier im brutalen Hardcore-Modus. Bisschen früher wieder angemacht, weil es lohnt sich. Ach ja, komm. Da haben wir eine Base. Das wäre gut, wenn er da abstürzen würde. Oh, jetzt geht's Richtung Berge oder hinter die Berge. Das ist dann natürlich doof. Aber wenn der jetzt noch zurückschafft bis in unsere Nähe, dann würde ich das machen. Hier unten, das ist saumäßig weit, wenn der hier unten... Der müsste echt umdrehen. Hier unten wäre es schlecht. Alter, das ist sauweit. Das wäre ja gut, ne? Wegen der Munition... Ich habe das auch schon mal gehabt, der ist dann so wie jetzt quasi aus der Map rausgeflogen und da war er weg. Ne, hier ist jetzt auch die Grenze, die fliegen ja manchmal aus der Map raus. Man kann ja, ne? Hier wird es leiser. Hier ist wieder lauter, der ist jetzt womöglich hier irgendwo. Ne, der ist weg. Ich meine, das hätte ich in den Notes gelesen zum Update, dass die auch manchmal aus der Map herausfliegen und verschwinden. Ne? Was ist das hier eigentlich nochmal? Ich sehe hier gerade was. Regionen anzeigen? Ah, okay. Kann man auch ausmachen. Guck mal. Ganz unten. Der ist richtig weit rausgeflogen. Schade, schade. Ach, guck mal. Da ist wieder einer leer. Hm. Na, dann kriegen wir jetzt auch mal so ein bisschen was hier weiter. Ich mache jetzt hier nochmal 10. Machen wir mal 15 oder 16 von mir aus. Und hier 10. So. Füllen wir den nochmal auf. Habe ich da eigentlich Vorräte von den Flaschen? Oh ja, guck mal, jede Menge. Dann machen wir das auch. So, pass auf hier. Guck mal, wie viel das ist. Da können wir mal ein bisschen Gas geben hier. So. Jo. Es ist immer noch Nacht. Jo. Er ist noch stockfinster. Oh, da ist eine Tasche. Star, still und starr ruht der See. Guck mal, 12. Das hat sich auch gelohnt. Aber länger nicht mehr reingeguckt. Hier ist alles in Ordnung. Das machen wir erst, wenn wir wieder zurückkommen und da ein bisschen länger in der Nähe bleiben, wenn der Frühling kommt. Ja, toll. Ein Tauwerk.
Das ist mal geizig. Ah, jetzt ist der Punkt, wo ich eigentlich erst anmache, ne? So. Also, kein Flieger. Manchmal fliegt er dann nochmal wieder zurück, kommt wieder in die Map und wenn das dann weit weg ist, hört man das gar nicht. Dann hört man nur irgendwann, wenn er abstürzt. Bumm. Das hört man ja ziemlich weit. So, die 12, das ist schon mal gut. Die nehmen wir ja dann auch mit runter. Sollen wir denn jetzt runtergehen, Jorba? Wo hab ich die jetzt wieder hingepackt? Oh, Mann. Da. 40 und 1. Haben wir noch irgendwo mit beigepackt? Nee, das war nur da. Das ist nicht so viel. Pass mal auf. Wieso habe ich die denn jetzt da reingelegt? Gib mal her. So? 20? Oder alle? Eigentlich alle, oder? Nee, nicht ganz. Manchmal hat man das dann voll und dann braucht man das gar nicht. Dann kippe ich das ja auch um in die anderen Flaschen. Da hat jemand gesagt, hier, die brauchst du doch gar nicht mitnehmen oder so. Doch, wenigstens eine zum Umfüllen. Das macht schon Sinn. Und da haben wir ja auch oben Wasser. Also ich nehme zwei mit. Eine kann ich tatsächlich hier lassen. Pass mal auf, dann machen wir das jetzt so. 20 mixen. Das finde ich schon mal sinnvoll. So, das nehmen wir dann mit. Eine Flasche lassen wir tatsächlich hier. Warte, ich gehe nochmal oben auffüllen. Ja. Schwupp. Ich würde ganz gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Ding bauen hier. Pass mal, da war erstmal noch zwei Bretter. Hm, ist ja noch früh, wir gehen auf jeden Fall runter. Aber da können wir jetzt, das können wir jetzt in Ruhe machen. 99, das ist voll. Ah, hier müsste was rein. Nicht. Auch nicht. Alles gut. Ja, muss auch selber was trinken. Ich nehme den Revolver mit. Vielleicht versuche ich nochmal mich mit dem Revolver gegen die Fledermäuse zu wehren. So. Jetzt haben wir das. Pass auf, dann machen wir mal noch so ein Ding hier. Weil dann lege ich nämlich eine unten in die Grotte. Nicht, dass wir irgendwann mal dastehen im Winter und können nicht raus, weil das oben zugefroren ist und wir nicht mehr genug hier, ne? Wenn man dann nämlich keinen Schrott hat da unten. Oder Holz, das findet man ja nicht. Schrott könnte man ja finden, eventuell in, wie viel nehmen wir davon mit? 10? Ne, 5. In den Kisten unten in der Lavahöhle, da könnte man das ja finden. Aber Holz kriegt man da unten überhaupt nicht. So, und da habe ich gesagt, lasse ich eine hier. Wo packen wir die denn hin? Hier rein? Ja, packen wir die hier rein. So, zwei nehmen wir mit und die. Ich glaube, das macht Sinn. Die brauchen wir da unten auch nicht. So, was brauchen wir da unten auch weiter nicht? Wir brauchen da unten ebenfalls keinen Lockpick-Schlüssel. Aber das habe ich ja eigentlich immer dann in die Kiste getan, ne? Das macht doch Sinn. Davon nehmen wir mal wenigstens einen mit. Da können wir auch gerne noch einen zweiten mitnehmen. Würde ich sagen. Ja komm, das kostet nicht viel. Machen wir noch eine. Eine dritte, davon drei. Die können wir von den Fledermäusen auch bauen. Da, oh ja, das war noch das Problem. Oh, haben wir denn? Wir haben ja gar kein Grünzeug. Können wir keine machen. Weil das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Lassen wir mal zwei hier, nehmen wir wenigstens drei mit. Und hier. Wenn das mal eng wird, nehmen wir ruhig 20 mit. Die könnten wir eventuell auch wieder ein Stück mit zurückbringen. Pistole ist da auch nicht so der Brüller, ne? Müssen wir irgendwas reparieren? Nö.
füllen wir gleich nochmal nach. Ordentlich. Ja. Das ist natürlich so ein bisschen Einschätzungssache, ne? Wie viel kann der verknusern? Wie haben wir das jetzt hier stehen? 16. 6 und 2. Die lassen wir noch auslösen. Sollen wir so lange noch warten? Wie spät ist denn das denn schon? Ist noch nicht so spät, oder? Ja, das geht noch. Pass auf. So. Da haben wir 5. Machen wir 15 drauf. Und dann machen wir... Dann haben wir hier mal richtig was. 20. Das klappt doch wohl hoffentlich. Ja, oder 21. Ne? Ach, jetzt haben wir da so viel. Ne, das wollte ich so nicht. So, pass auf, dann so. Na? Ja. Ja. Guck mal, haben wir den Kupfer schon fast alle weg? Hier ist noch einiges. So. Essen müssen wir gleich noch. Dann muss ich meine Ausrüstung mitnehmen. Meine Tauchausrüstung. Sonst kommen wir da nicht runter. Das nehmen wir mit. Und das sollte reichen. Da unten haben wir auch noch Flaschen. Wir nehmen mal noch eine mit, vorsichtshalber. Und das Ding natürlich. Die Jacke brauchen wir nicht. Die lassen wir hier. Aber die nehmen wir mit. Beide? Eine lassen wir noch hier. Da unten haben wir noch welche, ne? Ah, ich weiß nicht genau. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, du hast das gemacht. Das ist schön. Dann können wir das nochmal wegpacken wieder. So. Ich hatte doch da unten so viele davon, ne? Ich weiß das nicht mehr. Ich muss mir das echt mal merken. Na gut. So, wir haben die. Wir haben die andere Flinte. Naja, Pfeil und Bogen brauchen wir auch nicht. Da unten, das ist Quatsch. Das nehmen wir mit. Dann können wir den ja hier unten reinpacken. Da haben wir 3 und den. Eigentlich muss man da noch mehr haben davon. Aber so wahnsinnig lange werden wir ja auch nicht da unten bleiben, würde ich sagen. Na? Gut. So. Wir gehen ohne Jacke. Denn die brauchen wir da nicht. So. Müssen wir doch noch irgendwas bauen? Einen Ofen wollte ich mitnehmen, ne? Für unten. Macht das Sinn? Na, muss nicht jetzt sein. Wir werden da ja noch öfter runter müssen. Ja, ja. Ich würde ja, wenn schon, dann ganz gerne noch, weil, was soll's? Machen wir nur eine. Notfalls bringen die wieder mit zurück. Ist ja kein Problem. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Ne? Dann werde ich mir jetzt den Wamst vollhauen. Hier ist ja nichts mehr drin. 2 Flaschen, ja. So. Geht ganz voll. So. Du kannst hier rein. Jo. Der ist jetzt auch gleich fertig. Dann machen wir nochmal eine Spitzhacke. Die werden wir unten einfach nur deponieren. Vielleicht habe ich das auch schon gemacht. Dann nehmen wir sie wieder mit drauf. Das ist ein bisschen knapp. Aber ich meine, ich habe da unten auch noch ein bisschen was liegen. Hm. So, machen. 4. Ja. Ja gut. Dann machen wir den Ofen aus. Weil wir werden ja zumindest so schnell nicht wiederkommen. Da wollen wir jetzt nicht mitsparen. Nicht, dass da mal irgendwas in die Büchse geht. Dann läuft das noch eine ganze Weile weiter.
So. Das macht auch fleißig weiter. Jo, jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen frieren, bis wir da hinten an der Stelle sind, wo wir uns da durch das Eis buddeln müssen. Minus 2 könnte auch klappen. Guck mal, was ein Wetter. So hätten wir das jetzt mal gestern haben müssen, aber nee. Guck mal, frieren wir nicht einmal. Aber ich darf das nicht zu laut sagen. Ja, bei minus 3, minus 4 geht das los, wenn wir die Jacke nicht anhaben. Aber was sollen wir die mit runternehmen? Das ist doch Quatsch. Na? Was ist heute eigentlich? Der 5.? Ist das schon der 5. Januartag? Könnte sein, ne? Das würde bedeuten, dass wir in der Hauptwinterzeit, in der der See zugefroren ist, jetzt die Hälfte rum haben. Ja, das könnte ungefähr hinkommen. An welcher Seite machen wir es denn? Ich würde mal sagen, von wo wir hier kommen, werden wir mal noch eine Treppe dran bauen irgendwann. Hier so, dass man aus dem Wasser dann dran kommt. Weil wenn erstmal Wasser ist, kommt man so da ja nicht drauf. Und hier machen wir jetzt das Loch. Ich glaube, das passt ganz gut. Ne? Ich denke mal, ich habe das ganz gut gemacht so. Von der Position her. Wenn wir ja jetzt sehen. Gefuttert bin ich satt, oder? Soweit, ja. Okay, so, dann müssen wir mal das Dingelchen. Na, dann wollen wir mal. Vielleicht kann ich ein bisschen Grünzeug einsammeln noch, aber das hält ja eh nicht, bis ich wiederkomme. Jetzt friert's mich hier, ja. Kann das sein, dass Wasser ein bisschen frisch ist, aber nur geringfügig. Ja, habe ich da gut abgepasst, ne? Guck mal, genau vor den Eingang gelandet hier. Ich glaube, wir frieren nicht, sobald wir hier durch diese Schlängel, diesen Schlängeltunnel durch sind. Dann das andere Wasser ist nämlich nicht minus 4 Grad kalt, sondern 2 Grad plus. Was ja eigentlich auch komisch ist. Minus 4 Grad kaltes Wasser. Naja. Wasser, ein See ist immer unten 4 Grad. Also wenn die Temperatur überhaupt zulässt, ist das 4 Grad. Weil das Wasser mit 4 Grad am schwersten ist. So, jetzt können wir den ausziehen. Naja, Wasser ist mit 4 Grad am schwersten. Das ist ja ein Paradoxon eigentlich, aber das ist auch gut so. Sonst würden ja die Seen alle von unten nach oben zufrieren. Das wäre ganz schlecht für die Fische. So. Gewöhnlich hast du ja jetzt erstmal wieder so einen Flattermax an den Ohren, oder? Nee, aber guck mal, da fließt Tau. Dann holen wir das Gold hier, die Kohle auch gleich. Ach, dieses Geräusch wieder. Was habe ich jetzt vermisst? So. Jo. Ich weiß nicht, wo sie war. Pass mal auf. Ist die? Bleibt die jetzt die ganze Zeit hier? Oh, guck mal, jede Menge. Ja, dann nehmen wir die wieder mit rauf. Was sollen wir hier mit so vielen Flaschen? So. Haut die ab? Die fliegt wieder weg. Oh, guck mal. So, wir lassen. Guck mal, wie viel wir haben. Ja, so ist das, wenn ich da nicht genau Bescheid weiß, ne? Jetzt kommt sie nochmal wieder an. Guck mal, jetzt können wir die hier reinpacken. Da ist keine von da. Ja, die müssen wir nicht alle mitnehmen. 6 ist gut. Davon reichen dicke 2. Davon reichen auch 2. Den lassen wir auch hier. Hier haben wir noch die. Guck mal, 33. Boah, was viel. Die müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Das ist für, wenn wir weiter runter gehen. Oh ja, ja, ja. Den wollten wir hier deponieren. Das machen wir auch. So. Das ist voll. Müssen wir das jetzt anmachen? Ich denke nicht, ne?
So, ich habe aber das Gefühl, wenn wir jetzt rausgehen, kommt die sofort wieder an. Ich sehe sie da hinten sitzen. Vielleicht ist das auch eine andere. Aber... gucken, dass uns das so ein bisschen... Ich denke mal, dass die das ist, ne? Sollen wir nicht zu nah gehen, weil dann schrecken wir die ja auf damit. Ja, ein Stück noch. Das haben wir gut gemacht. So. Gucke da. Jetzt dürften wir hier ja erstmal so ein bisschen Ruhe haben davor. So, hier war doch noch Kohle oder so, ne? Aber weiß ich nicht. Ach ja. Erstmal Hände waschen. Und dann gucken wir hier erstmal die Umgebung ab. Das ist ja auch doof, da kommen wir auch nicht so dran. Die haben die Klettereisen gar nicht mit. Habt ihr bestimmt gerufen, du hast die Klettereisen vergessen. Ja, ich bin schlau. Ach Mann, ey. Soll ich die noch holen gehen? Ob wir das noch schaffen würden? Die Klettereisen holen? Dann kann ich eigentlich auch sagen, das, wo wir richtig wahnsinnig viel von Zeug haben, ne? Das können wir dann eigentlich raufbringen, oder? Man kriegt ja auch immer mal bei den Fliegern... Ja, komm, das machen wir. Man kriegt ja bei den Fliegern auch immer mal diese Flaschen, diese Tauchflaschen. Vielleicht hat Loch oben da auf. Kann das sein? Ich glaube nicht, aber könnte ja eventuell sein. Komm, machen wir das. Die Klettereisen brauche ich doch, Mann. Pass auf. Die lassen wir hier. Das lassen wir hier. Guck mal, das sind so viele. Die können wir ja hier lassen. Aber das bei aller Liebe, ne? Den. Wie viel lassen wir denn hier? Drei Stück reichen hier völlig. Auch wenn wir mal auf der anderen Seite raus wollen. Drei Stück lassen wir hier. Ja. Noch was mit raufbringen? Ja, das hier. Aber sonst noch nichts. Sonst nix. Gut. Ob wir das schaffen, nach Hause flitzen und wiederkommen? Ich versuch's mal. Sonst müssen wir morgen früh rübergehen. Vielleicht ist ja sogar das Loch noch auf. So, jetzt wird's wieder kalt. Zack, minus 4. Jetzt ist es noch taghell. Soll ich mir die Zeit nehmen und die Muschel hauen? Ja, komm, die nehmen wir noch mit. So, wir brauchen den gleich da oben. Ganz schön tief, ne? Boah. Immer noch nicht oben. Jetzt. Ich habe keine Lust, das Loch zu suchen. Ich weiß auch nicht. Ich gucke aber auch mal eben, ob das noch auf ist. Sieht nicht so aus, ne? Kann ich nicht sehen, ist jetzt auch egal. Ich bin ja auch noch nass jetzt. Lass die Kiste da stehen. Da könnte Samen drin sein. Oh Mann. Kommen wir da ran? Oder ist der zu nah? Boah. Und dann noch so eine Winter Edition.
Ist ein ganzes Stück. Und ich will ja auch, bevor dunkel wird, wieder unten sein. Ja, das ist aber noch Zeit. Da ist noch eine Kiste. Ich lass mich jetzt nicht nochmal verarschen. Die Kiste, die kann mir jetzt gestohlen bleiben. Guck mal, wir frieren uns da den Hintern weg hier. Yay. Oh, das ist noch an. Hab ich das angelassen? Ja, umso besser. Umso besser. Komm, lass mal so lange hier rein. Brauchen wir nicht so lange rumhantieren. Ich pack das jetzt hier rein, weil ich keine Lust habe oder mir die Zeit nicht nehmen will. Das müssen wir mitnehmen. So. Wo sind die Klettereisen eigentlich? Die sind hier drin, ne? Nee. Dann sind die oben, ne? Hab ich die vergessen? Hier sind sie. Jo. Mach mal schnell. Wo warten? Was hatten wir da unten wenig? Gar nichts, ne? Veggie ist immer so eine Sache, ja. Komm, mach. Ich will das noch eben mampfen, oder? Pass mal auf, ich kann auch. Wenn ich jetzt so einen dicken Futter, dann sind wir natürlich rappelfertig, ne? Essen mal 5, ja genau. Ah, so ein Ärger. Und wenn ich das hier mache? Das geht besser. Passt der noch? Nee, ne? Muss aber was haben. Dann nehmen wir die beiden mit. Geht das noch? Einer geht. Schluck trinken geht auch noch. So, komm, ich muss los. Das hat keinen Sinn, jetzt hier noch so lange rumzuhantieren. Die haben wir mit. Hauen wir ab. Da sind wir jetzt echt großzügig. Besser ist... Boah, das ist schon fertig. Oh. Dann machen wir das so. Ne, dann geht der auf die Sparflamme dann weiter. Ja. So. Jetzt aber los. Kriegen wir doch hin. Was ein Stress hier. Ah, siehst du, hier ist das Loch noch. Das andere ist wahrscheinlich zu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was haben wir denn an? Den haben wir an. Das müsste reichen. Die passt jetzt rein. Das passt auch rein. So. Auf geht's. So, plopp zu. Nein! Ist das wirklich zu? Lass mal eben schnell gucken. Weil dann finden wir den Eingang besser von da aus. Ja, ne? Guck, das ist weg. Ja. Komm schnell, bevor das auch noch weg ist hier. Schon mal in die richtige Richtung stellen. So, mal gucken, ob ich die Richtung auch einhalte. Oh, das ist schwierig. Ja, gerade wenn das so kalt ist. Und ich habe auch nur eine Flasche noch, die jetzt angefangen ist. Wenn ich jetzt nicht sofort das Loch finde, haben wir ein Problem. Hier ist das Loch, aber dann können wir sogar noch das Ding klopfen, oder? Ja, sicher. Na, komm mit. So.
So, jetzt ist nicht mehr kalt. Das passt. Ganz bequem. Da müsste eigentlich die eine Flasche für den Rückweg reichen. Das könnte höchstens eng werden, wenn wir natürlich Eis aufklopfen müssen. Ansonsten würde die reichen. So, jetzt haben wir die Eisen, die Klettereisen noch geholt. So. Alles gut. Ja, die haben wir jetzt natürlich hier so rumliegen. Die packen wir dann hier rein. So, und das packen wir hier rein und die Flasche da. Gehen wir denn dann schon sofort runter? Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal eine Runde hier in der Gegend gucken. Ja, hier so in der Umgebung, ob wir noch ein bisschen was einsammeln können. Da brauchen wir eigentlich nur dit. Machen wir so. Und in der nächsten Folge gehen wir dann runter wieder in die Lavahöhlen. Ah, guck, da geht's schon los. Genau. Alles einsammeln. Ah, guck mal, ist ja schon bald weg, die Spitzhacke. Ja, ja. Hat einer mal mitgezählt? Wie vielte Jahr das ist? Ich glaube, das ist der dritte Winter jetzt, ne? Den wir jetzt haben. Dann haben wir schon den dritten Winter bald durch. Nicht schlecht. So, hier ist nichts mehr. Schätze ich mal. Nö. Gehen wir da hinten noch ein bisschen rum. Mal ein bisschen die Decke gucken. Wir kennen das Spiel ja schon. Pilze gibt es hier gar keine mehr, oder was? Bald hinüber. Wir haben noch mit eine noch. Ja, gut. Lalalalalala. Immer mal in die Ecken gucken. Jo. Da ist noch mal Kohle. Hier unten auch. Aber ich habe manchmal immer so das Gefühl, wenn man jede Kohle abklopft, dann hat man ja keine Spitzhacken mehr für die Kristall, weil hier ist wirklich viel Kohle. Ich glaube, wir haben ja für hier unten auch jede Menge Brennstoff. Also das dürfte eigentlich echt genügend sein. Das dauert ja immer eine ganze Weile, bis so Kristall, was man hier gefunden hat, wieder nachgespawnt ist. Jetzt habe ich gedacht, ich hätte Flügelschlagen gehört. War aber offenbar nicht der Fall. Gucken wir da noch runter. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Und ich glaube, dann höre ich damit auch wieder auf. Sechs. Ja, das ist so. Hopp. Hier mal noch einen Blick runterwerfen.
Aber hier ist auch nichts, ne? Ja, was haben wir jetzt gekriegt? Ein Kristall oder zwei, ne? Das ist ja mager. Dabei sind wir ganz frisch hier runtergekommen. Da. Wo ist sie? Ich hab sie nicht erwischt, aber die mich. Wo hängt sie sich hin? Ich sehe sie noch. Da, jetzt sieht sie, wo sie ist. Ich weiß, wo sie ist. Jetzt habe ich sie aus den Augen verloren. Doch, jetzt sieht sie. Oh, ist aber weit. Wollen wir mal gucken, ob wir die kriegen. Kann ich auch darum nach Hause? Ja, ne? Das neue Zuhause. Das Zuhause von hier unten. Mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwo runterkommen. Oh, Pilze! Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Eigentlich ist die Zeit rum, dass wir so ungefähr mit den Tagen hinkommen. Sie hat mich aber gut erwischt. Hat mich sogar infiziert. So, jetzt mal sehen, dass wir jetzt hier unten langkommen. Und jetzt die Stelle dann auch wiedererkennen. Das ist ein bisschen schwierig. Und die aber auch nicht zu nah kommen dabei. Wo war das jetzt? Ah, da, ich sehe sie. So gerade kann man sie sehen. Ein bisschen näher muss ich aber gehen. So wäre das ein bisschen schwierig jetzt hier. Das sieht so fremd aus hier. Ah, da hinten ist Kristall. Wo ist sie? Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Kaum zu sehen, ey. Kann das denn sein? Das ist doch nicht wahr. Hä? Ich hab die nicht getroffen. Ist ja nicht zu fassen. Dieses blöde Vieh. Jetzt habe ich sie natürlich aus den Augen verloren. So, jetzt war da vorne Kristall. Das holen wir jetzt eben. Und dann flitzen wir nach Hause. Möglicherweise kriegen wir die dann nochmal am Hals. So. Ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt einen Weg nach Hause gibt. Öp, das ist blöd. Falsche Knöpfe. Da, ich sehe sie jetzt. Die hat sich wahrscheinlich auch wieder ein ganzes Stück. Ja, 25, das müsste jetzt, könnte jetzt klappen. So. Spritzt ja gar nicht. Ne? So. Ah doch, hier sind wir schon mal lang gelaufen. Ja, dann ist das gar nicht so weit. Alter, ist ja schon 39 Minuten die Aufnahmen. Gut, wir haben, glaube ich, in der Nacht schon angefangen. Ja, dann müsste das so gerade noch klappen. Aber nach Hause gehen wir noch schnell.
Guck mal. Kann man ja nicht stehen lassen. Wir brauchen aber auch den schwarzen Kristall, ne? Da müssen wir auf jeden Fall runter für. So, mal gucken, wo wir hier am besten runterkommen jetzt. Ja, das geht. Aber ich glaube, ich habe nur noch... Wie viel Gegengift? Hier habe ich nur noch ein einziges. Wer hat das geschrieben? Jemand schrieb so, ah, vielleicht das Gegenmittel gar nicht nehmen. Man erholt sich dann auch wieder und so viel bleibt denn bis zur Hälfte bleibt er hängen. Man stirbt ja nicht daran. Ja, das ist vielleicht... Aber ich habe so ein bisschen Sorge, wenn so eine Fledermaus wieder kommt und ich sehe nicht von wo, die beißt mich und kriegt mich vielleicht noch ein zweites Mal, weil sie wieder von der anderen Seite kam, dann könnte das eventuell schon ernst werden, ne? Habe ich hier eigentlich auch noch welche drin? Ja, 17 Stück! Guck mal! Das wusste ich gar nicht mehr, dass hier so viele sind. Ja gut, dann werde ich jetzt hier mal gleich... Fleisch braten. Können wir gebrauchen. So. Hier geblieben. Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte es hier hinpacken. So. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Dann machen wir genau, aber wirklich genau an dieser Stelle weiter. Bis dann. Tschüss.